Ich hab geweint und darüber gelacht, hab Freunde verloren, mich dafür gehabt. Nicht jeder Schritt hat mich ans Ziel gebracht. Hab mich verirrt, um nach Haus zu kommen. Hab Freunde verloren und Freiheit gewonnen. Doch ich bereue bis heute wenig davon. Wir müssen manchmal scheitern und wachsen über uns hinaus. Und aus den schärfsten Kurven fliegt jeder auch mal raus. Doch ich hab mich nicht verbogen, das ist alles, was ich weiß. Und ich laufe gerade weiter, denn so schließt sich für mich der Kreis. Ich hab mich nicht verbogen, das ist alles, was ich weiß. Und ich laufe gerade weiter, denn so schließt sich für mich der Kreis. Ich laufe geradeaus weiter, denn so schließt sich für mich der Kreis. Eine mögliche Erklärung für eine Lebensphilosophie, meine auf jeden Fall, natürlich alles sehr subjektiv, jeder macht das so, wie er für sich richtig hält. Die 1000 Wege am Anfang, die uns in dieses Album hineinführen, haben etwas zu tun mit meiner eigenen Vergangenheit und das will ich ein bisschen erklären, wenn ihr einverstanden seid. Ich bin vor vielen Jahren geboren in Rumänien, Transsilvanien. Eine wilde Gegend, ich kann es euch sagen. Kronstadt heißt diese schöne Stadt. Wer einmal die Möglichkeit hat, sie zu besuchen, wird sich davon überzeugen können. In einem kleinen Haus, da wohnten wir und es gab wenig, wie bei allen anderen Familien auch, außer einem Luxusgegenstand, ein Aquarium. Und als kleiner Junge, ihr habt mich ja sprechen gehört ganz am Anfang, als kleiner Junge saß ich davor und habe in dieses Aquarium reingeguckt und habe von Dingen geträumt, die sich im Leben vielleicht anstellen würden, aber von denen ich eigentlich noch keine richtige Vorstellung hatte. Von vielen Wegen, die zu gehen sind, bis man im Jetzt ankommt. Und ich kann euch sagen, es war eine lange Reise. Eine lange, schöne, wunderbare Reise.
Und deswegen, da wir nicht vorhatten, diese Vergangenheit noch einmal durchzuwälzen und so weiter, haben wir gesagt, worauf wollen wir uns beschränken auf unserem Album? Wir wollen uns beschränken auf das Jetzt, auf die Gegenwart, auf die Dinge, die man anfassen kann und die man total erlebt, weil sie um einen herum täglich passieren. Und wir schöpfen daraus unsere Inspiration für die Lieder. Trotzdem diese 1000 Wege, die ins Jetzt führten. Und dann sollte die Folge der Lieder auf dem Album dieses Jetzt erklären. Das letzte Lied dazu haben wir gerade gespielt. Ich gehe einfach weiter, denn so schließt sich für mich der Kreis. Und jetzt beginnen wieder 1000 Wege. In eine Zukunft, die kein Mensch kennt. Und vielleicht, liebe Freunde, draußen und hier, vielleicht gehen wir einige von diesen Wegen auch wieder gemeinsam. Das wäre schön.